verfolgen sie ihre Ziele mit Ausdauer, Hartnäckigkeit und Biss. So bin ich Professor geworden und so schreibt es auch die Psychologin Angela Duckworth in ihrem Bestseller Grit. Nur, so einfach ist das offensichtlich nicht. Und in einem Buch von gut 400 Seiten muss doch ein bisschen mehr stehen. Tut es auch. Also lassen Sie uns den Inhalt des Buches genauer ansehen und anschauen, wie Angela Duckworth Erfolg erklärt und was wir tun können. Die West Point Academy ist eine der härtesten Ausbildungen. West Point bildet amerikanische Offiziere aus und kombiniert ein akademisches Studium mit militärischem Training. Entsprechend gründlich ist die Auswahl der Studierenden. Größenordnung 14.000 Bewerbungen treffen jährlich ein. 2.500 Bewerber kommen in die nähere Auswahl. Rund 1.200 Bewerber werden aufgenommen. Die Bewerber werden also wirklich gründlich gesiebt. Trotzdem bricht etwa einer von 5 Studierenden das Studium dort ab. Warum? Das ist eine Frage, die Angela Duckworth interessiert und mehr die Frage, wie kann man besser vorhersagen, ob jemand die Ausbildung abbricht oder durchhält. West Point selbst verwendet zur Auswahl der Studierenden einen Whole Candidate Score, der aus akademischen Tests, Experteneinschätzung und Tests der sportlichen Leistungsfähigkeit zusammengesetzt wird. Dieser Whole Candidate Score sagt nicht vernünftig vorher, welche Studierenden die Ausbildung abbrechen werden. Der Whole Candidate Score sagt den akademischen Erfolg der Studierenden gut voraus. Er sagt auch den militärischen Erfolg gut voraus. Aber eben nicht, ob die Studierenden die Ausbildung durchhalten werden. Angela Duckworth hat einen Test entwickelt, der tatsächlich gut vorhersagt, ob Studierende die Ausbildung abschließen werden. Dieser Test ermittelt den Grit der Studierenden. Grit kann übersetzt werden mit Hartnäckigkeit, Ausdauer, Biss, Mumm, Schneid, Tatkraft, Courage, Rückgrat oder Charakter. Um dies gleich hier zu sagen. Eine Kritik an dem Buch ist, dass Grit keine klar definierte Eigenschaft ist. Trotzdem denke ich, dieses Wortfeld gibt einen Eindruck, in welche Richtung Angela Duckworth argumentiert. Für den Erfolg in West Point und anderswo, für den Erfolg sind nicht verantwortlich Talent, Begabung, Fachkenntnisse, Gesundheit und sportliche Leistungsfähigkeit. In ihren eigenen Worten: One characteristic emerged as a significant predictor of success. And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ. It was grit. Okay, das ist eine steile These. Man muss sie einschränken und Angela Duckworth schränkt auch ein. Für bestimmte Felder braucht man ein Minimum an Talent und Begabung. Eine junge Schriftstellerin formuliert es so. Es ist super interessant zu sehen, wie sich der eigene Schreibstil verändert, wie man wächst an seinen Aufgaben und mit jedem weiteren Buch einfach dieses Handwerk, was das Schreiben an sich auch ist, mehr erlernt. Es ist kein Talent. So, du kannst Talent zum Schreiben haben, ja, aber du musst üben. Du musst weiterschreiben und das merke ich einfach. Systematisieren wir den Ansatz. Dies ist die Erfolgsformel. Talent darf nicht gleich Null sein, sonst ist das Produkt auch Null. Aber Talent geht nur einfach in die Gleichung ein, Effort geht im Quadrat ein. Je nach Sportart müssen erfolgreiche Sportler ihren Körper auf bestimmte Weise bewegen können, sonst haben sie keine Chance. Aber es haben viel mehr Menschen Talent oder Begabung, als Menschen Erfolg haben. Sieht man sich an, wer von den hinreichend talentierten und begabten Menschen Erfolg hat, dann ist Grit entscheidend. Das gilt auch für Schüler und Studenten von anderen Einrichtungen als von West Point. Bevor sie Psychologie studierte, hat Angela Duckworth als Beraterin bei McKinsey gearbeitet. Aus diesem Haus stammt das Buch War for Talent. Ist Talent wirklich so wichtig? Nehmen wir zum Beispiel Enron, eine der größten Pleiten der US-Geschichte. Ist Enron wirklich in Konkurs gegangen, weil Talent fehlte? The War for Talent berichtet, alleine das Analyst and Associate Program von Enron stellte jedes Jahr 500 qualifizierte Studienabgänger ein. Oder ist Enron in Konkurs gegangen, weil Enron zu viele Talente beschäftigte, zu viele Menschen, die sich für ganz schlau hielten und deshalb anderen Kollegen und Kunden vielleicht nicht ganz aufmerksam zuhörten? Mindestens so wichtig, Enron belohnte kurzfristigen Erfolg. Also das Gegenteil von Grit. Lassen wir für einen Augenblick die Geschichte auf sich beruhen und sehen wir uns etwas Theorie an, die im Buch vorgestellt wird. Eine Frage zum Beispiel, heißt Grit,
hartnäckig jedes Ziel zu verfolgen, jedes Ziel, das man sich irgendwann einmal gesetzt hat? Nein, manchmal führen viele Wege nach Rom. Angela Duckworth sieht Ziele in einer Hierarchie. Das oberste Ziel, das ist ein Ziel in sich selbst. Die vielen Ziele auf unterem und mittlerem Niveau, das sind Ziele für etwas anderes. Das sind eigentlich Mittel zum Zweck. Diese mittleren und unteren Ziele, die kann man austauschen. Die soll man sogar austauschen, wenn hier etwas nicht stimmt. Die Grafik ist eine Vereinfachung. In Wirklichkeit gibt es viele mittleren Ebenen. Wer ein bisschen Psychologie studiert hat, dem kommt dieses Bild bekannt vor. Sieht das nicht so aus wie Handlungsregulationstheorie? Angela Duckworth weist nicht ausdrücklich darauf hin, aber als Psychologieprofessorin könnte sie dieses Modell schon kennen. Wie viel Grit ist nötig? Konkreter, wie lange muss man etwas systematisch üben, um richtig gut zu werden? Angela Duckworth berichtet von der Forschung Anders Ericssons. Die Größenordnung sind 10.000 Stunden oder 10 Jahre mit 20 Stunden Üben je Woche. Und mit Üben ist systematisches Training gemeint, sich Ziele setzen, den Fortschritt beobachten, mit professionellen Trainern, Lehrern, Coaches zusammenarbeiten. Sie, Angela Duckworth, hätte in ihrem Leben sicher 10.000 Stunden Jogging gemacht, aber eben ohne Ziel und ohne Training und deswegen ist sie trotzdem heute keine gute Langstreckenläuferin. Systematisches Üben hat 4 Eigenschaften. Ein klar definiertes, sehr anspruchsvolles Ziel, volle Konzentration, ganzer Einsatz, sofortige zielgerichtete Rückmeldung, Wiederholung, durchdacht und verfeinert. In welchem Zustand hat man viel Grit? Wie kann man am besten Dinge tun, gut tun, gute Resultate erreichen, die Dinge gut lernen? Hier kommt der Flow von Michail Csikszentmihalyi ins Spiel. Hartnäckige Menschen üben länger systematisch und erleben dabei mehr Flow. Und sie machen es zu einer Gewohnheit. Wie kommt man zum obersten Ziel? Zu dem Ziel, das ein Ziel in sich selbst ist, zu dem leitenden Ziel etwa für die Karriere. Der große Investor Warren Buffett hatte einen Piloten. Der Pilot fragte Buffett nach seinem Tipp für seine Karriere. Sicherlich hätte der Pilot höhere Pläne, als nur einfach Warren Buffett herumzufliegen. Ja, sagte der Pilot. Okay, meinte Buffett, dann solle er 25 Karriereziele aufschreiben. Und dann die 5 Ziele heraussuchen, die wirklich die höchste Priorität hätten. Wirklich nur 5 Ziele. Nein, jetzt kommt nicht die Aufforderung, sich auf diese 5 Ziele zu konzentrieren. Das versteht sich von selbst. Was Buffett nun verlangt, ist, der Pilot soll sich die anderen 20 Ziele ansehen, die 20 Ziele, die nicht die höchste Priorität haben. Und dann diese 20 Ziele mit allen Kräften vermeiden. Denn diese 20 Ziele fressen Zeit und Energie, diese Ziele lenken nur ab. Mit diesen 20 Zielen, die auch interessant sind, aber eben nicht die wirklich obersten Ziele, geht es aus wie auf dieser Grafik aus diesem Buch. Soweit die Geschichte, die auch schon andernorts erzählt wurde. Angela Duckworth ergänzt, sie hätte die übrigen 20 Ziele noch einmal angesehen. Solche Ziele, die dem obersten Ziel dienen, die hätte sie doch stehen lassen. Aber eben in eine Zielhierarchie eingebaut. Nach welchem Kriterium soll man seine obersten Ziele wählen? 2 Pole stehen zur Auswahl. Beste Berufschancen, beste Karrierechancen und eigenes Interesse. Angela Duckworth ist im Team eigenes Interesse. Menschen, die tun, was sie selbst von innen heraus interessiert, sind zufriedener und produktiver. Ich denke, das kann man als gesicherte psychologische Erkenntnis betrachten. Intrinsische Motivation führt zu besseren Ergebnissen. Aber der Prozess, herauszufinden, was mich wirklich interessiert, ist nicht immer ein ganz glatter Prozess. Ich überlege mir, was mir wichtig ist, und dann setze ich das um. So einfach geht es nur selten. Oft ist dieser Prozess eine Mischung aus eigenen Aktivitäten und Zufällen. Serendipity nennt Angela Duckworth diese Suche, ein Begriff, den man kaum übersetzen kann. Christian Busch hat zu Serendipity ein sehr feines Buch geschrieben. Das bespreche ich in einem eigenen Video. Der Link dazu kommt am Ende von diesem Video. Bleiben wir noch bei Grit. Hier noch 2 Beispiele aus dem Buch. Man kann auch 2 höchste Ziele sich setzen. Im Fall von Angela Duckworth ein Ziel als Mutter und ein berufliches Ziel. Wichtig bei der Suche nach dem höchsten Ziel ist experimentieren. Man lernt einfach mehr, wenn man etwas tut, als wenn man nichts tut.
So ein Vorantasten mit Nachdenken, Experimentieren, schrittweises Vorankommen und Verbessern, das nennen die Japaner Kaizen. Mit Kaizen ist Toyota groß geworden. Kaizen ist in vielen Unternehmen einer, wenn nicht gar der Schlüssel zum Erfolg. Dieses Konzept ist mir sehr wichtig. So habe ich lange neben meinem Hauptberuf Seminare gegeben, bis ich dann hauptamtlich in die Lehre gewechselt bin. Auch zu Kaizen habe ich ein Video gedreht. Auch das verlinke ich am Ende. Selbstverständlich finden sich in dem Buch Geschichten mit der Botschaft: Gib nicht auf! Bleib hartnäckig. Zum Beispiel, ein Karikaturist erzählt Angela Duckworth, dass 90% seiner Werke von den Zeitungen abgelehnt werden. Erstaunt fragt sie bei einem Experten nach, ob das ein typischer Wert sei. Nein, sagt der Experte, das ist kein typischer Wert. Typisch seien 96%. Respekt vor allen Karikaturisten, die trotz hoher Ablehnungsquote weiterarbeiten. Wir sollen es genauso machen. Und selbstverständlich ist Grit auch purpose-driven. Purpose ist hier die Absicht, zum Wohlergehen anderer beizutragen. Angela Duckworth sieht in Anlehnung an den Pädagogen Benjamin Bloom einen Dreischritt. Zuerst kommt das Interesse, dann die Übung, dann der Purpose. Purpose entwickelt sich mit der Hartnäckigkeit. Wenn Menschen mehr Grit haben, dann bleibt der Spaß an der Sache etwa der gleiche. Aber der Purpose steigt. Hier eine Stichprobe von 16.000 amerikanischen Erwachsenen, die Fragebögen zu ihrem Grit, zu ihrer Orientierung am Purpose und ihrer Orientierung an Spaß und Freude ausfüllten. In jedem Fragebogen konnten sie zwischen 1 und 5 Punkte erreichen. Was unterscheidet Menschen mit Purpose und solche ohne Purpose? Hier erzählt Angela Duckworth die Geschichte von den 3 Maurern. 3 Maurer werden also gefragt, was sie gerade tun. In dieser Version, der erste Maurer sagt, ich lege Ziegelsteine. Der zweite Maurer sagt, ich baue eine Kathedrale. Der dritte Maurer sagt, ich baue ein Gotteshaus. Der erste Maurer hat einen Job, der zweite eine Laufbahn, der dritte eine Berufung. Diese Geschichte wurde zum ersten Mal erzählt von Peter Drucker. Bei ihm sagt der erste Maurer, ich verdiene meinen Lebensunterhalt. Der zweite sagt, ich bin der beste Steinmetz im ganzen Land. Der dritte Maurer, ich baue eine Kathedrale. Wieder hat der dritte Maurer den Sinn, den Zweck, den Purpose verstanden. Der zweite Maurer ist der Fachmann, exzellent in seinem Gebiet, aber ohne Blick für den Sinn oder für das Ganze. Eigentlich schade, dass Angela Duckworth diese Position nicht bespricht. Und um das auch zu sagen, eine der ganz wenigen Stellen, wo sie eine Quelle nicht nachweist und auch nicht ganz korrekt verwendet. Zurück zur Geschichte. Ja, man kann sich sozusagen vom ersten zum dritten Maurer weiterentwickeln. Angela Duckworth erzählt die Geschichte von Joe Leader, der als Werkstudent bei der New Yorker U-Bahn begann. Der Grund war einfach, er musste Geld verdienen und die U-Bahn suchte Arbeitskräfte. Joe Leader bekam Spaß daran, wenn er mit seinen Freunden ausging und sie die U-Bahn benutzten, dann konnte er ihnen Dinge erklären und U-Bahn-Geschichten erzählen. Nach etwa einem Jahr wurde Joe Leader klar, welche Verantwortung er da trägt. Immer wieder hat er mit Abschnitten zu tun, die vor Jahrzehnten gebaut wurden. Auch das, was er baut, wird noch in Jahrzehnten benutzt werden. Nun sieht Joe Leader seinen Beruf tatsächlich als Berufung. Das ist eine schöne Geschichte. Und ich frage mich, heißt Joe Leader wirklich Joe Leader? Ist diese berufliche Entwicklung und dann auch noch so ein Name nicht fast zu schön, um wahr zu sein? Kommen wir vom fragwürdigen Joe Leader zurück zu solider Theorie. Auch das Buch tut dies. Hunde in einem Käfig. Die Hunde bekommen einen Stromstoß in die Hinterpfoten. Nicht gefährlich, aber schon ziemlich unangenehm. Wenn der Hund mit der Nase auf ein Paneel drückt, dann hört der Stromstoß sofort auf. Diese Möglichkeit hatte aber nur eine Hälfte der Hunde. Die andere Hälfte bildete die Kontrollgruppe. Diese Hunde bekommen den Stromstoß und können nichts dagegen tun. Nächster Tag. Die Hunde kommen in einen neuen Käfig. In der Mitte des Käfigs ist eine kleine Wand, gerade so hoch, dass die Hunde da drüber springen können. Der Stromstoß wird mit einem Ton angekündigt. Wenn der Hund dann über die Wand springt, dann entkommt er dem Stromstoß. Schauen wir uns zunächst die Hunde an, die am Vortag den Stromstoß beenden konnten, indem sie die Nase auf ein Paneel drückten. Praktisch alle diese Hunde lernten, über die Wand zu springen. Schauen wir uns die Hunde an, die am Vortag
nichts gegen den Stromstoß tun konnten. 2/3 dieser Hunde sprangen nicht über die Wand. Sie winselten, sie erduldeten die Stromstöße und taten nichts dagegen. Dies ist eine der berühmten Experimente von Martin Seligman, mit der er erlernte Hilflosigkeit und letztendlich auch Depressionen erforschte. Wenn Sie jetzt Mitleid mit den Hunden haben, das hatte Martin Seligman auch. Und er hat sich geschworen, nur so lange mit Tieren zu experimentieren, wie es nötig war, um so etwas wie Depressionen aufzuklären und damit den Menschen zu helfen. Martin Seligman hat Wort gehalten und diese Experimente ziemlich schnell beendet. Martin Seligman ist nicht nur einer der Gründer der positiven Psychologie. Martin Seligman war auch der Doktorvater von Angela Duckworth. Die Botschaft in diesem Kapitel ist die Botschaft des Experiments zur erlernten Hilflosigkeit. So etwas wie Grit kann nur funktionieren, wenn Menschen davon überzeugt sind, ihr Schicksal beeinflussen zu können. Wer glaubt, dass er sowieso nichts bewirken kann, bei dem ist jede Diskussion um Grit vergebens. Wenn etwas schief geht, wer ist dann verantwortlich? Wenn die Umstände oder irgendetwas Äußeres verantwortlich sind, dann kann ich nichts dagegen tun. Wenn ich mich verantwortlich sehe, dann kann ich etwas tun. Man erkennt den Zusammenhang mit dem Anfang des Buches. Wenn Talent für meinen Erfolg verantwortlich ist, dann kann ich nichts tun. Wenn Hartnäckigkeit verantwortlich ist, dann kann ich einiges für meinen Erfolg tun. Und es ist nicht so wichtig, zu welchem Anteil Talent und Hartnäckigkeit wirklich verantwortlich sind. Wichtig ist, wie ich die Anteile wahrnehme. Wichtig ist, ob mich mein Weltbild zum Handeln bringt. Egal, ob du glaubst, dass du etwas kannst oder es nicht kannst, du hast recht. Das soll Henry Ford gesagt haben. Und auch das ist hier die Botschaft. Ja, natürlich vereinfacht ihre Botschaft, aber trotzdem hat sie einen wahren Kern. Siehe die Experimente zur erlernten Hilflosigkeit. Aus der gleichen Schule stammt Caroline Dweck, die ein Fixed Mindset von einem Growth Mindset unterscheidet, vielleicht als starre Denkweise und Wachstumsmentalität zu übersetzen. Wieder der Gedanke, wenn ich davon ausgehe, dass ich wachsen kann, dann macht dies Wachstum viel wahrscheinlicher. Du bist ein Naturtalent. Nun, du hast es wenigstens versucht. Großartig, du bist so talentiert. Das ist schwierig, kein Problem, wenn du es nicht kannst. Vielleicht ist dies hier gar nicht deine Stärke. Aber es gibt andere Felder, das sind Botschaften, die Hartnäckigkeit und Wachstumsmentalität untergraben. Du lernst gut. Das hat nicht funktioniert. Lass uns darüber sprechen, wie es beim nächsten Mal besser geht. Großartig. Was ist die eine Sache, die du sogar noch besser hättest machen können? Das ist schwierig. Kein Problem. Wenn du es noch nicht kannst. Ich stelle hohe Anforderungen, weil ich denke, dass wir sie gemeinsam erreichen können. Das sind Botschaften, die Hartnäckigkeit und Wachstumsmentalität fördern. Diese Botschaften sollen herausfordern und unterstützen, so wie es weise Eltern tun. Und wer keine weisen Eltern hat, der kann auch von einer anderen Bezugsperson gut unterstützt werden und sich mit hartnäckigen Menschen umgeben und als Führungskraft Hartnäckigkeit fördern. Angela Duckworth spricht sogar von Hartnäckigkeitskulturen, die die Hartnäckigkeit der Einzelnen fördern. Das letzte Kapitel wiederholt. Ja, man kann seinen Grit steigern. Und man sollte es auch tun. Denn mit dem Grit steigt die Zufriedenheit mit dem Leben und der Erfolg sowieso. So haben wir ja an verschiedenen Stellen schon gelesen. Fazit. Verfolgen Sie Ihre Ziele mit Ausdauer, mit Hartnäckigkeit und Biss. Das war der Eingangssatz, das bleibt das Grundmodell dieses Buches. Angela Duckworth ergänzt ihre eigenen Forschungen um eine Reihe von weiteren Theorien, Flow, positive Psychologie, das Growth Mindset, Serendipity und Kaizen habe ich genannt. Einige weitere Ansätze finden sich im Buch. Soweit ich das beurteilen kann, sind die Ansätze korrekt wiedergegeben. Die drei Maurer von Peter Drucker, die einzige Ausnahme. Wer sich ein wenig mit der Psychologie auskennt, der trifft also auch auf Bekanntes. Viele Konzepte werden auf Grit bezogen. Das führt dazu, dass das Konzept des Grits etwas unscharf wird. Für die Anwendung im eigenen Alltag stört das kaum. Wer selbst wissenschaftlich präzise argumentiert, stößt hier schon eher auf Fragen. Die einzelnen Kapitel bauen nicht zwingend aufeinander auf. Man muss also nicht das ganze Buch von vorn bis hinten lesen, kann sich beispielsweise auf den ersten Teil konzentrieren, wo Angela Duckworth die meisten ihrer eigenen Erkenntnisse und Konzepte präsentiert.
Insgesamt ist das Buch ein lesenswertes Beispiel von wissenschaftlich verantwortlichem Ratgeber und Sachbuch bzw. allgemeinverständlicher wissenschaftlicher Publikation. Zwei Konzepte dieses Buches habe ich schon besonders herausgestellt, Serendipidie und Kaizen. Dazu habe ich jeweils ein eigenes Video gedreht, das verlinke ich hier und freue mich, Sie dort wiederzusehen. Bis dahin.